Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich mich bei über 340 Abonnenten bedanken. Vielen herzlichen Dank dafür und willkommen in der kleinen, feinen Studio-Community und viel Spaß mit den Videos am Kanal. Ja, der langersehnte Patch zu Transport Fever 2 ist immer noch nicht erschienen, was aber gar nicht so schlecht ist, denn möglicherweise nehmen sich die Herren und Damen bei Urban Games ein bisschen mehr Zeit, um den Patch auch wirklich top zu installieren, programmieren, fertig zu bekommen, damit wir dann alle etwas davon haben. Denn allen voran für so eine große Stadt, wie wir sie hier auf unserer Map haben, ist es ja wichtig, dass die Performance nicht einbricht. Und mein nächstes Ziel ist ja nicht nur noch mehr Städte zu haben, denn ich brauche noch einige Städte. Ich muss da noch ein bisschen was raus verlängern und ich muss da noch ein bisschen was machen. Und ja, also es ist überall noch ziemlich viel und vor allem auch die Westbahnstrecke Richtung St. Pölten, da sind ja auch noch Städte, die wir pflanzen müssen. Und ja, je mehr Städte, umso mehr Performance-Einbruch und das möchte ich ehrlich gesagt nicht haben. Deswegen, Leute bei Urban Games, nehmt euch Zeit und ja, bringt uns da etwas, was wirklich uns allen etwas bringt. Gut, was habe ich heute vor? Ich möchte heute die Lokalbahn nach Wien-Baden mal zumindest ja, erstellen und vorfertigen, beziehungsweise wenn dann noch Zeit bleibt, möchte ich die U6 auch gerne noch ein bisschen verlängern Richtung Siebenhirten und dann haben wir zwei neue fertige Linien. Da ich mal davon ausgehe, dass das Ganze nicht in einer Folge erledigt sein wird, wird das wahrscheinlich wieder zwei, drei Folgen umfassen. Aber wie gesagt, zum Schluss gibt es dann wieder die Mitfahrt. Und ich glaube, dass die Mitfahrt mit der Lokalbahn ja doch etwas länger werden könnte, denn die zieht sich ja doch durch Wien ein Stück durch, bevor sie dann separiert von dem Ganzen Richtung Baden unterwegs ist. Jetzt habe ich aber schon lang und viel genug geredet, jetzt legen wir es einfach mal drauf an und bauen da weiter. Und zwar muss ich da ein paar Straßen abreißen. Ich habe da nämlich was vor. Und zwar, das kommt weg. Es gibt nämlich um unsere Ringstraße. Also bitte, man darf das jetzt nicht für ernst nehmen, das ist jetzt nicht eins zu eins nachgebaut, aber es ist zumindest ja, eine Wiedererkennung da und um die ist es mir ja gegangen, das sage ich ja immer wieder. Das soll unsere Ringstraße sein und an der Ringstraße herum gibt es, also quasi außen herum, gibt es noch eine Straße. Die wird im Volksmund auch gerne die Zweierlinie genannt. Das liegt daran, dass da früher, als es noch keine U-Bahnen in Wien gegeben hat, sind da viele Straßenbahnen unterirdisch unterwegs gewesen. Und das werden wir jetzt quasi ein bisschen vorkonstruieren, also nicht vorkonstruieren, wir werden da quasi ein bisschen was ja, konstruieren. Und deswegen mache ich da ein bisschen Platz. Brauche da nämlich noch eine breite Straße, dann nehme ich gerne die hier. Und die versuchen wir da jetzt ein bisschen dran zu ziehen. Und zwar würde ich da gerne mal kurz überlegen, ja, das können wir ruhig so machen, das können wir wirklich ruhig so machen. Machen wir vielleicht so. Das machen wir so. Dann gehen wir da ziemlich knapp rauf, da, in der, da können wir da so rüber gehen. Dann gehen wir da so rüber. Und dann schließen wir da so an. Passt. Das muss ich mir auch noch anschauen. Also quasi unsere Haltestelle Schottentor, die muss ich mir auch noch anschauen. Wobei sie mir ja so auch irgendwie gefällt. Also von daher kann man das ruhig so lassen. Ich bin jetzt nur gespannt, wie die Stadt sich da noch ein bisschen entwickelt. Da werden wir da vielleicht noch... Ja, da können wir das so machen, dann machen wir eine breitere Straße und dann schließen wir das da so an. Da können wir auch noch eine breitere Straße reinmachen. Ja, da habe ich kein Problem damit. Eventuell können wir ja hier noch ein bisschen was machen. Das finde ich ist eine optimale Lösung. So können wir das durchaus lassen. Gut, jetzt brauche ich ungefähr hier
eine Wendeschleife. Die werde ich aber selbst bauen. Zwar hätte ich da gerne das hier. Ja. Ohne Häuser. Wir kollidieren mit diesen Bäumen hier. Okay. Machen wir das so? Das machen wir so. Aber es war klar, dass das so nicht funktioniert. Also klar war es nicht unbedingt, aber ich hätte es mir fast denken können. Ja, das sieht eigenartig aus. Ja, das war klar, dass das nicht klappt. Ich würde das aber so brauchen. Müsste da irgendwie schauen, dass ich da runterkomme. Sonst kann ich die Straßenbahnlinie 1 nicht fertigstellen, beziehungsweise kann die gar nicht verwirklichen. Denn die würde nämlich auch quasi hier runterkommen. Und dann hier im Ring wieder einfädeln und hier wieder rausfädeln. Das Rausfädeln ist gar nicht das Problem, aber das ist, wie kriege ich dich hinein, ist das Problem. Kriege ich das am besten zusammen? Ich meine, ich will mich jetzt nicht zu lange damit aufhalten. Ah, da sind diese Bäume wieder im Weg. Die nehme ich jetzt mal weg. So. Genau. Das darf gern so aussehen. So aussehen. Ja. Gut, jetzt muss ich nur schauen, dass ich das irgendwie da. Das kriege ich noch dran. Das ist nicht das Problem. Müsste ich die Haltestelle etwas weiter nach hinten versetzen. Ja, jetzt passt das Ganze nicht. Wenn ich die Haltestelle hier hinsetze, da müsste ich auch noch eine Haltestelle machen. Da haben wir die, dann hätten wir die hier. Und ah, das möchte ich sowieso neu bauen. Also von daher kriegen wir da schon irgendwie was zusammen. Warum haben wir denn das überhaupt so gelöst? Gut, das kann man neu bauen, indem wir ganz einfach da wirklich nur daran vorbeigehen. Ja, das kriegen wir schon hin, das ist nicht das Problem. So. Das machen wir so. Und hier machen wir das so. Ja, das lassen wir lieber so. Da müssen wir eventuell, das hat sich eh abgesperrt. Das, ja, das lassen wir so. Das soll sich die Stadt austoben. Was ich aber jetzt unbedingt haben möchte, ist ohne Einbahn, sondern das hier. So. Genau.
das hätten wir schon. Das Einzige, was ich jetzt noch machen möchte, ist, wie kriege ich dieses Problem hier gelöst? Und zwar, ich nehme das jetzt einmal weg da. So. Darf sich die Stadt dann gerne selber noch einmal bauen, wenn sie das möchte. Ich will aber jetzt irgendwie... dass ich das irgendwie noch zusammenbekomme. Ich möchte jetzt ganz gerne da irgendwie anschließen. Warum geht das nicht? Ich meine, ja, ich kann mir schon vorstellen, warum es nicht geht. Aber wir könnten das so machen. Nehmen das Stück da weg. Und schauen, dass wir da irgendwie rankommen. Geht auch noch nicht. Wir könnten, das wird jetzt wieder ein Großumbau, ich sehe das schon. Ja. Das sieht ja ekelhaft aus. Was macht er denn da? Gut, okay, Moment. Moment. Jetzt probieren wir das mit dem da dran. So, jetzt machen wir das eckig. Mit dem. Drehen wir das Ganze um. Okay, bitte nicht genau hinschauen, aber wir haben es zumindest geschafft und das ist ja das, was zählt. Es schaut fürchterlich aus. Es schaut wirklich fürchterlich aus. Kriegen wir das nicht noch ein bisschen besser hin? Ja, das passt eindeutig besser. Jetzt brauchen wir noch die Straßenbahnhaltestelle. Da haben wir ja die hier. Die kommt dann auf die Höhe hier. So. Da haben wir gesagt, die Stadt darf sich eh machen, was sie möchte. Ja, das darf ruhig so sein. Dann sollen sie sich da wieder ein bisschen austoben. Das helfe ich der Stadt ein bisschen nach. Straße, Straße, Straße. Ah, das machen wir ja anders. Und zwar gerne mit Häusern. Ja, da können wir die ruhig nehmen. Nein, nein. Das passt. Dann können wir das hier so nehmen. Das können wir so nehmen. Das können wir so nehmen. Dann können wir das so nehmen. Bisschen einbauen, wie war, wie es in der Innenstadt von Wien auch wirklich so aussieht. Ja, das passt doch. Lass mal die Zeit laufen. Dann kann sich die Stadt da selbst... Achso, die Straßenbahnhaltestelle. Und zwar, wo ist denn der 1er? Ah, die Linie D, nicht die Linie 1, sondern die Linie D. Wo bist du denn? Da ist sie. Und zwar, das ist ja... Hat er ja schon akzeptiert. Okay, das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist, dass wir die Haltestelle Kärntnerring-Oper nennen. Machen wir das vielleicht so. Dann kopieren wir das Ganze. Das nennen wir um. Und die Haltestellen da oben, die wir gleich einmal hinsetzen. Nämlich eine hier und eine da heißen gleich. Und hier auch. Passt. Dann haben wir das auch erledigt und dann ist das soweit abgeschlossen. Gut.
Jetzt möchte ich gerne, dass die Straßenbahn, beziehungsweise nicht nur die Straßenbahn, sondern das hier ganz einfach, das Ganze geupgradet wird. Oberleitung, ja. Also. Genau, das hätte ich gern. So, dann wandern wir danach vor und danach vor und danach vor. Eigentlich würde ungefähr jetzt, ja, ungefähr gedacht, würde jetzt hier die Lokalbahn, die Badnerbahn und die Linie 1 und die Linie 65 gibt es ja nicht mehr, das ist jetzt die 1 und die Linie 62, die würden hier quasi irgendwo unterirdisch dann verlaufen und würden an diesem ganzen Bereich hier, ich hoffe man sieht das, was ich hier zeige, also entlang des Hauptbahnhofs bis quasi bis Meidling, also vor Meidling würden die Züge dann, die Straßenbahnzüge wieder rauskommen. Die fahren da unterirdisch in der Unterpflasterstraßenbahnstrecke. Also in Wien sagt man auch Ustrap dazu. Aber quasi in dieser Unterpflasterstraßenbahnstrecke wären die Züge da drinnen. Ich würde die schon gerne verwirklichen, aber ich habe ja hier experimentiert am Schottentor quasi. Und da fahren auch 5 Straßenbahnlinien fahren da unterirdisch hinein. Nur ein kleines Stückchen, also wirklich nur die Wendeschleife ist quasi unterirdisch. Und mir gefällt das so nicht. Ich meine, es funktioniert. Aber die Leute kommen da nicht runter und deswegen bin ich da nicht so glücklich und deswegen würde ich da auch nicht so gerne die Ustrap nachbauen, weil ich mir dann denke, die Leute kommen ja da nicht hin. Beziehungsweise ich müsste mir das in Ruhe ansehen und deswegen mache ich da jetzt einmal keine Ustrap-Strecke, sondern ich verlege da jetzt mal nur die Gleise. So, darauf, darüber, darüber. Aber wir könnten was anderes machen. Und zwar, das gehen wir jetzt wieder retour. Das ist jetzt wieder, ja. Aber wir können was anderes machen. Und zwar, wenn wir schon keine Ustrap haben, können wir aber, und ich finde, das ist eine gute Lösung, können wir das Ganze mit, darf ruhig Häuser drauf sein, aber dann machen wir das Ganze mit so einer, mit sowas da. Elektrisch, ja. Und ziehen das einfach geradeaus weiter. Ja. Dann lassen wir die da raus. So. Das graden wir ab. Dann können da keine Autos mehr fahren. Dann müssen die da so herumfahren. Aber unsere Straßenbahn bleibt auf ihrem separaten Gleiskörper. Kommt dann hier raus und fährt Richtung Meidling. Da haben wir ja schon ein bisschen was vorgebastelt und das machen wir jetzt gleich. Und zwar so, gehen wir da ein Stück raus. Da würde ich aber gern das so machen. Wenn das jetzt, dann machen wir das so. Das lassen wir da so parallel. Und da lassen wir das auch parallel raus. Das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Geht nicht, gibt's nicht. Ah, nur ein Stück. Ja, genau, das Stück reicht mir schon. So, jetzt machen wir da weiter. Ich hoffe, dass er sich dann da ordentlich die Häuser wieder zurückgeben. Und jetzt wird es interessant, denn wir haben hier zwar eine Brücke, aber das soll die Brücke simulieren. Naja, das soll eigentlich, ja, das könnte man durchaus nennen. Das ist quasi dieser Teil da im 13. Bezirk da. Ja. Also ich weiß ungefähr, was ich damit bezwecken will. Alle, die dort in der Nähe wohnen, könnten sich's vielleicht vorstellen, was ich damit bezwecken will. Es gibt nämlich da so wirklich so ein bisschen, ich fahre da so drüber.
Aber es ist vom Platz her einfach nicht originalgetreu. Es ist weniger als ein Wiedererkennungswert, aber es ist funktionell und das ist wichtig. Ich müsste jetzt eigentlich hier eine Brücke drüber machen, denn bei Meidling gibt es eine Brücke rüber und dann verschwindet die Badnerbahn und kommt mit der U6 quasi zusammen. Nur wir haben hier die U6, hier ist unsere Wendeanlage. Und ja, die werden sogar ein Stückchen gemeinsam unterwegs, aber das werden wir so jetzt nicht verwirklichen können. Das nächste, das ich so gar nicht verwirklichen kann, ist, mir fehlt da was. Und zwar, wenn das die Laxenburger Straße sein sollte, in der Nähe des Hauptbahnhofs Matzleinsdorfer Platz. Ja, das heißt, ich muss da irgendwie schauen, dass ich da unten drunter komme. Und das werden wir jetzt gleich einmal machen. Das wird ein Wien-Großumbau. Das wird gar nicht so irgendwie, sondern das wird echt faszinierend. Oh ja, was ist denn da los? Moment, stopp. Ich brauche hier was anderes. Ich brauche hier eine Busstraße. Da würde ich aber gerne jetzt die hier nehmen. Nein, ich muss die hier nehmen. Und zwar brauche ich die Busstraße. Darf durchaus, ja, das darf sie sein. Ja, ja. Nein, keine Tramgleise. Ja. Eigentlich brauchen wir hier Tramgleise. Das kommt weg. Das kommt weg. Ja, da hat man natürlich schon wieder. So. Ich muss das fertigstellen. Das kommt auch weg. Sorry, aber das brauche ich dann nicht. So. Sieht das aus? Ekelhaft. Also, weg damit. Was ich aber machen könnte, ist, dass ich das da so mache. Ich will das aber nicht so haben. Ich will das gerne. So. Das will ich gern so haben. Das will ich gern so haben. Das Wichtigste jetzt von dem Ganzen ist, dass wir das alles absperren. Das ist so, das ist so. Das bleibt so. Das da. Hier und dort und da. Okay, das lassen wir jetzt mal so. Das lassen wir jetzt mal so in den Raum gestellt. Das Einzige, das ich da noch machen könnte, ist, da sind auch so Häuser drin, die ich da ehrlich gesagt nicht haben möchte. Aber dem können wir ein bisschen entgegenwirken, indem wir das noch einmal wegreißen. So. Jetzt hole ich mir da diese Assets. Wir haben da nämlich so. Wo ist das Symbol? Da ist das Symbol. Wir haben ja da so Assets. Könnte man mit Bäumen machen. Ich mache das lieber mit Bäumen. Aber eher mit einer schottischen Pinie. Nein, eigentlich nicht. Mit einer europäischen Linde. Vorher muss ich da noch was tun. Und zwar Stadt. Zweispurig. Aber bitte ohne Häuser. Machen wir das so.
zweispurig ohne Häuser, Tramgleis elektrisch. Ja, und dann fahren wir da hinein. Ja. Gehen unter der Brücke durch und schauen, dass wir den irgendwie anschließen. Okay, das klappt einmal nicht. Ist nicht das Problem, dann nehmen wir das wieder weg. So. Jetzt können wir da unten durchgehen. Ja, genau so möchte ich das haben. Und dann... So. Da steht jetzt mitten ein Haus im Weg. Weg damit. Das machen wir noch klein, indem wir ganz einfach sagen, wir wollen hier das haben. Na, bitte mit Häusern. Nehmen wir das. Nein, nein. Klein. Genau. Das darf groß sein. Das passt. Da machen wir noch sowas. So. Das machen wir so. Ich glaube, ich muss niesen. Kurzen Moment, sorry. Okay, doch nicht. Gut. Es beißt ein bisschen die Nase. So, jetzt möchte ich das noch fertig anschließen. Also abschließen möchte ich das eigentlich, sodass sie da nicht weiter bauen. Da können sie ruhig. Aber da nicht und da nicht. Genauso wie hier und da. Das haben wir eh alles abgeschlossen, dann hätten wir das soweit. Gut, dann hätten wir jetzt quasi die Verlängerung raus. So, zack, 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 zack. Da sind wir da drüben. Dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir... Das nächste Problem haben wir jetzt eigentlich. Müsste theoretisch da dazwischen irgendwo drunter. Das könnten wir vielleicht sogar schaffen. Aber das schauen wir sich dann an, wenn es soweit ist. Denn ich muss irgendwie noch schauen, dass ich da mit der Linie 1 runterkomme, rüberkomme, die Linie O darauf kriege. Den 6er da irgendwie rüberkriege. Ah, ja, da ist noch viel Potenzial da. Aber wir sind ja eigentlich nicht beim Bau, beim Großumbau, wobei wir eh schon damit angefangen haben, sondern wir möchten ja die Lokalbahn weitermachen. Da machen wir jetzt auch weiter. Also das haben wir mal soweit fertiggestellt. Vielleicht jetzt eventuell noch, dass wir da noch ein bisschen Asphalt verwenden. Asphalt. Größe. Ja, das passt. Das darf gern so aussehen. So. Gut, also jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir mit der Partnerbahn da rüberkommen. Mal kurz überlegen. Ja, wie machen wir das am besten? Ich glaube, da muss ich mal irgendwie behilflich sein mit etwas, das... Ja, da muss ich mal ein bisschen mit etwas behilflich sein. Und zwar, das gebe ich gleich wieder zurück. Wir bauen... jetzt eine Straße und zwar die hier. Gehen da gleich ein bisschen rauf.
So. Und bevor das Ganze jetzt abstürzt, wollen wir mal speichern. Und das wäre das Letzte, was ich jetzt brauche. Also das könnte ich jetzt absolut nicht gebrauchen. Überleg nur kurz was. Also nicht wundern, ich überlege nur kurz etwas. Ne, das lasse ich so. Da gebe ich die Straßen wieder zurück. So. Das darf gern die Straße da werden. Das machen wir lieber auch so. Sollen sie sich dann gleich fertig austoben. Da mache ich was anderes. Und zwar, ich nehme wieder diese breite Straße. Diesmal nehme ich die breite Straße hier. Mach die ganz breit. Genau. Jetzt nehme ich die Straße hier. So. Genau. Ja, das ergibt langsam Sinn. Dann mache ich das hier so. Und dann gehe ich da raus. Wobei, das kann man... Ja, das machen wir so. Aber jetzt machen wir das so, dass wir die ganz einfach noch breiter machen. So. So bleibt das jetzt. Ja, das ergibt Sinn. Zumindest für mich ergibt das Sinn. Ja, das gefällt mir. Das passt. Das passt so, das lassen wir so. Da haben wir da diese Direktverbindung, die jetzt hergestellt ist. Das ist gar nicht so schlecht. Das darf ruhig so sein. Das abgesperrt haben wir das auch. Das lassen wir so. Ich hoffe, dass die Stadt da nicht selbst irgendwie was fabriziert. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir irgendwie mit der Straßenbahn darüber müssen. Was aber auch nicht so schlimm ist, denn das schaffen wir auch, indem wir jetzt ganz einfach weiter verlängern. Das darf ruhig so mit dem, dann nehmen wir das hier, das sagen wir elektrisch, ja, und ziehen das ganz einfach weiter. Was tust du? So, das wird das hier und das. Oh ja,
Das gefällt mir. So, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist Sperren hier. Perfekt, dann hätten wir das auch erledigt. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie schauen, dass wir da rauskommen. Die Folge hat eh schon wieder Überlänge. Stelle. Steigung zu groß. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Keine Panik, das kriegen wir hin. Da können wir gleich den Verkehr dann ein bisschen auflösen. So. Jetzt gleich wieder eine fette Straße hin. Nee, das nicht. Das machen wir so. Genau. So. Können wir durchaus graden. Und dann machen wir da weiter. Dann müssen wir da noch ein bisschen weiter nach hinten. So, jetzt aber. Wie wir das jetzt schaffen. So, da gehen wir da rein. Und von da gehen wir da rein. Das Ganze ist hoppla, abgeschlossen. Jetzt tun wir das gleich noch einmal speichern, weil das möchte ich nicht noch einmal bauen. Wir sind eh schon wieder bei 38 Minuten. Das wird wieder eine längere Folge werden. Gut. Hoppla, da habe ich jetzt nicht drauf gedrückt. Passt, das ist dann das hier soweit abgeschlossen. Das Einzige, das ich noch gerne möchte, ist, dass sie hier nicht anschließen. Alles andere dürfen sie. Da dürfen sie auch, wenn sie wollen. Müssen wir noch eventuell ein bisschen was umändern. So, und jetzt können wir dann die Gleise weiterbauen. Nämlich ja. Das lieber so, genau. Mal, dass ich jetzt da diesen Bogen hinbekomme. Und jetzt passt. Ja. Da hätte ich gern diese Brücke und diese Brücke haben wir jetzt auch und somit kommt die Badener Bahn dorthin, wo sie hin muss. Das Einzige, das mir gerade überhaupt nicht gefällt, aber das bessern wir jetzt gleich aus, ist, dass wir hier irgendwie runter müssen.
ich auch noch ein Stück raus. So. Perfekt, das sperren wir jetzt noch ab. Perfekt. Gut. Ja. Damit kann ich leben. Das gefällt mir. Ich bin nur gerade am Überlegen, wie weit das Ganze... Schauen, dass ich das dann darüber kriege, aber das werden wir ganz einfach lösen, indem wir... Ich muss da irgendwie rüber. Dann werden wir da noch so etwas machen. Ganz kurz nochmal. Ja. Passt perfekt. In der nächsten Folge, weil wir sind bereits am Ende, jetzt soll ich mal die Zeit ein bisschen laufen lassen, dass sich das Ganze wieder einpendelt. In der nächsten Folge werden wir die U6 also quasi raus verlängern. Die wird da unterirdisch kurz bleiben, damit wir irgendwie da rüber können. Moment mal ganz kurz. Ja, da darf, ja, das passt, das gefällt mir. Das heißt, wir machen das dann in der nächsten Folge. Denn dazu muss ich die 6 noch ein bisschen verändern. Also, in der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass die U6 da in die Richtung rüber geht, die Badenbahn eher mehr in die Richtung rüber geht und von dort dann Richtung Baden. Ja, ich finde, das passt und ist ein würdiger Abschluss. Jetzt hätte ich gerne ein paar bewegte Bilder. Gerne hier von Meidling. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transport Fieber 2. Servus.